So Leute, jetzt geht's ab ins Training und wir sind gerade dran, unseren Intra-Workout so ein bisschen zu zusammenmixen und zum Testen, was es dann so auf dem Markt gibt. Und momentan bei uns im Test ist diese Leucin-Matrix von ProSubs. Patrick, was ist dein Fazit bis jetzt? Also Leute, also ich habe die Kamera. Das ist das räudigste Zeug, was ich je in meinem ganzen Leben getrunken also habe. Also jetzt ohne Scheiß, Jungs und Mädels. Es riecht wirklich, als hätte man zwei Tage lang gejoggt und gelaufen mit einer Unterhose und die so richtig verschwitzt. Also, es riecht wirklich wie eine verschwitzte Arschritze stinkt. Also ich will nicht wissen, was da drin ist, beziehungsweise es ist drin Leucin, was ich eigentlich nicht mal so schlimm finde vom Geruch. Also entweder ist es das Hika. Hika ist ja extrem effektiv, also in meinen Augen eines der besten Supplements. Also das ist die, ich sag's mal, der BCA in Kombination mit BCA, das fand ich sehr interessant, darum habe ich es auch gekauft. Und HMB bin ich auch am Testen, Calcium HMB. Und von dem bin ich ehrlich gesagt noch nicht so überzeugt, beziehungsweise ich habe die Studien so ein bisschen gelesen und habe gesehen, dass es eher bei Leuten Sinn macht, die vor allem krank sind, also die eine Krankheit haben, die auch an Muskelschwund leiden. Für einen Leistungssportler macht es in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Ich habe es getestet, Intra-Workout jetzt, ich sag's mal, seit ich in Amerika war, und ich kann es schon allein aus dem Geruch einfach nicht mehr ertragen. Also ich werde jetzt dieses Teil hier direkt in den verfickten Müll werfen. Ich packe es einfach nicht mehr. Oh, auch wenn ich habe zwar definitiv gemerkt, dass es mir im Training zum Teil auch ein bisschen was geholfen hat, aber einfach zu wenig, um den Geschmack zu ertragen. Das heißt, wenn ich mir das Teil reinziehe, wenn das mal bei uns ist, dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie eine andere Quelle finden. Ich weiß gar nicht, was das Zeug drin ist. Aber auf jeden Fall, ihr seht, wir sind da immer wieder so ein bisschen am Testen. Momentan auch am Testen bin ich das Ding hier. Acetyl-L-Carnitin. Einfach, dass ihr wisst, ich bin dran und wir gehen jetzt ins Training. Und dann geht's weiter. Polska Genetics. Fitness and Bodybuilding Lifestyle Worldwide. So, da sind wir mal wieder vor dem Colosseum Gym. Was sehen wir hier? Karl ist auch im Start. Nee, kein Scheiß. Ist natürlich nicht der von Karl. Ist der von einem Kollege von mir, der ein gutes Autohaus hat hier in Bern. Bei dem kaufe ich bald auch mir meinen Schlitten ein. Was es sein wird, werdet ihr dann noch sehen. Wir sind momentan ganz underestimate mit einem Clio unterwegs. Patricks Ersatzauto hat seinen natürlich zum Schrott gefahren. Hier, wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist auf Tunnelblick gefahren. Er ist auf Tunnelblick gefahren und hat einen Unfall gebaut. Nee, kein Scheiß. Nein, Leute, wisst ihr, man munkelt ja, dass ich den Tunnelblick ja jeden Tag konsumiere. Aber nein, das ist nicht so. Nein, jeden Tag zweimal. Hier, Colosseum Gym. Mal sehen, was hier abgeht. Es ist jetzt schon ziemlich spät. Wir ziehen jetzt unser Ding durch. Ihr wisst, Leute, jedes Mal beim Kreuzheben 15 Minuten Mobility. Gehört für mich dazu. Jeder, der schwer heben will, sollte sich das Zeug auf jeden Fall antun. Ich finde es zwar richtig geil mittlerweile. Ich höre übrigens gerade nichts. Ich habe hier die Kopfhörer im Ohr, die habe ich bereits erwähnt und das gut befunden. Ihr findet übrigens die Black Roll wie auch die Kopfhörer in der Beschreibung, in der Produktempfehlung für die, die es interessiert. Und ja, ich mache jetzt mal weiter und dann geht's an die schweren Gewichte. Oh, Probro Army hier im Start. Switzerland, alle im Trainieren hier. Und ich ziehe mir hier das Kreuzheben ein bisschen rein. Aufwärmsätze hier mit 130, 150. Und dann geht's mit 180 heute ans 5x5. Ich hoffe, dieses Mal schaffe ich die 5x5 vorzubekommen. Und hier ist auch Joel am Start. Die Gains sind am Start. Jetzt wenn die, bei ihm kommen die Gains nicht mehr, sie werden nur noch freigelegt jetzt. So sieht's aus. Leute, 180 und das Gym füllt sich langsam, späte Zeit. Überall brutale Monster hier. Let's rock and roll, baby. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie mein Kreuzheben momentan aussieht. Hat jemand gerade Bock zu filmen? Let's rock and roll, baby! Misha! Oh.
So Leute, hier mal ein gutes Beispiel für optische Täuschung. Do you even squat? Oh! Ihr seht, nur weil die Beine nicht geflext sind, heißt es noch gar nichts. Ich tropfe hier schon wie ein Schwein. Hier übrigens meine 180. Vierter Satz durch und ich merke, das technische Versagen kommt langsam. Das heißt, jetzt beim letzten Satz ganz vorsichtig. Ich habe jetzt 3 Wiederholungen gemacht beim letzten Mal. Das heißt, diesmal müssen es mindestens 4 sein. 5 wären besser. Und ja, ihr seht, totale Marsch. Dropping, dripping. So, und hier jetzt noch die Aufnahme des letzten Arbeitssatzes, also der 5. Satz. Und es wurden dann tatsächlich nur 4 Reps, immerhin eine mehr. Und es ist einfach so, ich hätte die 5. Rep sicher noch gepackt, aber jeder, der sich mal verletzt hat oder mal einen Hexenschuss bekommen hat beim Kreuzheben, der weiß, wie sich das anfühlt und die Angst ist einfach zu groß momentan, dass mir sowas wieder passiert. Deswegen war ich wirklich extrem vorsichtig, ihr werdet es dann auch gerade sehen. Ich bin wirklich kurz davor gewesen, den 5. auch noch zu probieren. Und es sieht jetzt hier in der Perspektive nicht so schlecht aus. Also der Rücken ist schön gerade, er war auch in meinen Augen schon ein bisschen krummer als in Miami, wobei ich immer noch sagen muss, es würde der auch noch ein bisschen besser gehen. Also ich bin dann natürlich auch gerne wieder mal bereit, Feedback von euch zu bekommen. Bitte nur objektives Feedback von Leuten, die auch wirklich Ahnung haben, weil ich bekomme auch oft Feedback von Leuten, wo ich gerade merke, die haben sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Wieso ich das Gewicht so schmeißen lasse, habe ich ja auch schon gesagt. Auf jeden Fall Feedback erwünscht und jetzt geht's weiter mit dem Video. Peace. So Leute, kurzes Update für Patrick. 2-3 Posen hier.